Rahmen der Vortragsreihe Gustav Mahler in Dialog. Wir werden heute die beiden Vorträge auf Deutsch haben mit simultaner Übersetzung ins Italienische. Das heißt, werde ich jetzt nur auf Deutsch sprechen, weil meine kurze Einleitung simultan übersetzt. Das große Thema dieses Jahres wäre eigentlich schon letzten Jahres gewesen, und zwar die 40 Jahre Leben, des bisherigen Lebens der Musikwochen Gustav Mahler. Wir haben uns am Montag diesem Thema durch zwei unterschiedliche Zeitperspektiven angenähert. Also zunächst einmal die Perspektive der Erinnerung in dem Sibylle Werner, die Ausstellung kurz präsentiert hat, die im Foyer zu sehen ist, und die zeitliche Perspektive der, der Zukunft, also die Zukunftspläne, in dem wir die Aktivitäten der neu gegründeten Forschungsstelle Gustav Mahler mit damit verbundenen Projekten, insbesondere das Projekt Junge Komponierende Gustav Mahler, präsentiert haben. Heute werden wir uns in einem anderen Zeitmodus bewegen, und zwar würde ich sagen, die der Aktualisierung. Es sind zwei Themen im Programm. Schallplattenpreis, ein wichtiger Teil der Geschichte der Musikwochen Gustav Mahler in Toblach. Wir werden das, Lothar Brandt, der Vortragende, wird dieses Thema aber nicht nur retrospektiv behandeln, sondern das ist der Ansatz, den er gewählt hat. Er wird darüber reflektieren, über eben die Aktualität dieses Themas. Und das Lied von der Erde, ein zentrales Werk bei Gustav Mahler im Allgemeinen und aber auch insbesondere was seine kompositorische Tätigkeit in Toblach betrifft. Peter Reves wird als zweiter Vortragender heute dieses Thema auch aktualisierend betrachten, indem er auch neue interpretatorische Ansätze vorschlagen und darstellen wird. Wir fangen aber mit unserem ersten Thema. Lothar Brandt ist nicht zum ersten Mal in Toblach. Vielleicht manche von Ihnen kennen ihn auch in dieser Tätigkeit. Lothar Brandt studierte Germanistik, Philosophie und Informationswissenschaft, hat aber auch eine nähes Verhältnis zur Musikwissenschaft gepflegt und pflegt es noch weiterhin. Seit 1988 ist Lothar Brandt Redakteur bei Audio und leitet seit dem Bestehen die Klassikzeitschrift Scala. Und ich mache nur eine Selektion unter den vielen Tätigkeiten, die Lothar Brandt in leitender Position ausführt. Ab Mai 2011 ist Lothar Brandt publizistischer Leiter bei der Gesellschaft Media AG in Zürich und ist aber auch freier Journalist bei Stuttgart und regelmäßiger Rezensent für diverse Zeitschriften und auch als Autor für diverse Tonträger-Label. Seit 2003 ist er in der Jury beim Preis des der deutschen Schallplattenkritik. 1998 war er zum ersten Mal tätig in der Jury des internationalen Gustav Mahler
Schallplattenpreis Toblacher Komponieräuschen und blieb in der Jury bis zum Beendigung dieses Schallplattenpreisvergabe im Jahr 2015. Und ja, gerade über dieses Thema wird er referieren und wie gesagt auch einige Reflexionen über die Sinnvollhaftigkeit und Aktualität dieser Art des Umgangs mit Aufnahmen. Lothar Brandt, wir freuen uns sehr. Mille grazie, Professor Hirschi-Destin. Buongiorno, gentili signore e signori. Das ist leider das Einzige, was ich jetzt auf Italienisch gesagt habe. Mein Italienisch ist grauenhaft. Deswegen geht als erstes natürlich mein Dank an die wundervolle Simultanübersetzerin da hinten in der Kabine. Wir kennen uns auch schon das ein oder andere Jahr und sie hat das jedes Jahr wunderbar gemacht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Malerenthusiasten hier im Raum und wie man so schön sagt, auch draußen an den Bildschirmen. Wir werden ja aufgezeichnet und auch auf YouTube präsentiert. Liebe Sibylle Werner, lieber Hans-Jörg Viertler, ganz herzlichen Dank, dass ich nach 6 Jahren wieder hier sein darf im wunderschönen Toblach. Ich danke den Gustav Mahler Musikwochen und hier natürlich auch persönlich dem Hans-Jörg für das Vertrauen, hier einen Vortrag halten zu dürfen. Und ich hoffe, ich werde keinen Unsinn erzählen. Es ist mir eine Ehre. Doch gebührt diese Ehre, insbesondere bei dem Thema Maler auf Tonträgern Pro und Contra Schallplattenpreis, in erster Linie natürlich einem anderen. Denn den internationalen Gustav Mahler Schallplattenpreis, der in seinem Namen Toblacher Komponierhäuschen Mahlers letzte Komponierstätte trägt, begründete 1991, vor inzwischen 30 Jahren, der Musikwissenschaftler, Musikschriftsteller, Musikjournalist und Rundfunkredakteur Attila Ciampai. Sicher erinnern sich noch viele hier und an dem Bildschirm an diesen hoch engagierten, leidenschaftlichen Malerianer. Er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein. Selbstverständlich haben Hans-Jörg Viertler und ich uns vorher mit ihm abgesprochen. Er hat mich noch vor wenigen Tagen telefonisch mit einem "Du machst das schon" hierher entlassen, nicht ohne um ein Manuskript gebeten zu haben. Vielleicht vertraut er mir deshalb, weil ich nach ihm, er war schließlich Juryvorsitzender des Preises, ein Vierteljahrhundert, von Beginn 1991 bis zu seinem Aussetzen 2015, bin ich eben mit 13 Berufungen in die Jury wahrscheinlich derjenige, der nach ihm am häufigsten drinne saß. Der Broschüre zum Malerdialog können Sie weitere Details meiner Biografie entnehmen. Professor De Celestini war ja so freundlich, das ein oder andere schon zu nennen. Was Sie in den kommenden Minuten erwartet, habe ich hier mal stichwortartig skizziert. Die Begrüßung und Danksagung haben Sie bereits hinter sich. Zunächst wird es dann darum gehen, warum wir den Preis eigentlich damals ausgesetzt haben. Ich werde einen Blick auf die Entwicklung des Tonträgermarktes im Allgemeinen seitdem richten und auf die Malerveröffentlichung seit 2015. Ich werde versuchen, einige Tendenzen der Malerinterpretation auf Tonträgern seitdem etwas zusammenzufassen. Ich werde mich durchaus auch kritisch auseinandersetzen mit dem, was inzwischen an Wiederveröffentlichungen in den Markt geworfen wird. Ich werde versuchen, einen Blick in die Nischenmärkte zu werfen. Was gibt es denn außer CDs überhaupt noch? Ich werde das Ganze zusammenfassen und dann anschließend Ihnen meine persönliche Meinung zum Thema Schallplattenpreis, Gustav Mahler Schallplattenpreis, nennen.
Warum haben wir den Preis 2015 ausgesetzt? Das war ja kein Endpunkt. Das war ja vielmehr ein Anlass zum Nachdenken über die Sinnhaftigkeit des Schallplattenpreises. Und auch als wir wieder Kontakt aufgenommen haben im Jahr 2020, das ja dann sozusagen dem Virus zum Opfer fiel, wie wir damit umgehen wollen in Zukunft. Vor 6 Jahren hatte Attila Csampay eine offizielle Erklärung zur Aussetzung des Schallplattenpreises nach damals 25 Jahren verfasst. Diese Erklärung ist in voller Länge noch heute über die Homepage der Festwochen dankenswerterweise im Archiv einzusehen. Die wichtigsten Argumente fasse ich mal wie folgt zusammen. Die Maler-Diskografie ist seit den 1960er Jahren nicht gewachsen, sondern sie explodierte förmlich. Wir können uns das war ähnlich mit der ersten Welle von Corona, so lief das so relativ flach, aber dann ging das steil nach oben. Die berühmte Diskografie des in Ungarn geborenen Wahlkanadiers Peter Fühlepp verzeichnete in ihrer roten Ausgabe, das war die von 1995, noch 1168 Aufnahmen. Die nächste Auflage, 2010, mit einem schwarzen Einband, die habe ich jetzt nicht dabei. Raten Sie mal, wie viele es da waren. Sie haben die erste Zahl 1168 im Kopf, da in der schwarzen waren es dann schon 2774. Das nenne ich mal eine Explosion. Doch wir stellten damals schon, 2015, ein starkes Abebben der Flut an Malerveröffentlichungen fest, die noch die Malerjubiläumsjahre 2010 und 2011 geprägt hatte. Schon damals begann sich eine massive Krise der Schallplattenindustrie abzuzeichnen, welche diese zu Sparmaßnahmen zwang. Teure Neuproduktionen, teure Top-Dirigenten, erstklassige Tonmeister und Ingenieure sowie entsprechende Vermarktung sind nun einmal teuer. Die haben die großen Plattenfirmen vor allen Dingen konsequent zurückgefahren. Aus künstlerischer Sicht begann dann eine Nivellierung der Interpretationskultur, die uns als Jury im Jahr 2013 sogar dazu brachte, keine Neuproduktion damals zu nominieren. Ich zitiere mal aus Attilas Erklärung anno 2015, Zitat Anfang: Trotzdem scheinen sich in den letzten Jahren die auch hier in Toblach schon früh geäußerten Befürchtungen, dass Malers unheimliche Popularität und auch der sich wandelnde Zeitgeist sich irgendwann gegen den fortschrittlichen und utopischen Geist seiner Musik wenden könnte, in einer fast lautlos sich vollziehenden interpretatorischen Nivellierung allmählich zu bewahrheiten. Ulrich Schreiber, der große vor Jahren verstorbene deutsche Musikkritiker, brachte sein Unbehagen hier in Toblach schon Anfang der 1990er Jahre in einem Vortrag auf den Punkt, als er Maler so wörtlich den Niedergang zum Klassiker attestierte. Damals werteten viele seine Visionen, also die von Schreiber, als reine schwarze Malerei. Vor allen Dingen scheint aber den heutigen Dirigenten der Enthusiasmus und das scharfe Profil der frühen Malerpropheten abhanden gekommen zu sein, die ja mit aller Macht Malers Werk vor dem Vergessen bewahren wollten und sich damals nach dem Zweiten Weltkrieg für einen weitgehend verkannten und auch verschmähten Komponisten einsetzten. Zitat Ende. Der riesige Bestand von Aufnahmen wurde zum belastenden Erbe für die aktuelleren Interpreten. Was sollte etwa ein Dirigent noch Neues sagen zur ersten Sinfonie, von der nahezu 400 Vergleichseinspielungen vorlagen? Wobei Beethoven, der noch vor dem inzwischen zweitplatzierten Maler, der meist aufgenommene Symphoniker, noch die historisch informierte Aufführungspraxis, ein Aufbegehren gegen etablierte Vortragsformen und dann schon wieder eine Gegenbewegung für neue Impulse sorgten, da fehlte ja bei Maler eine solche Tradition. Für heutige Dirigenten und Orchester hat sich zudem die Basis der Zusammenarbeit
seit den Zeiten eines Fritz Reiner und anderer Taktstock-Diktatoren fundamental geändert. Statt rigoros eigene Vorstellungen durchdrücken zu können, treffen die Dirigenten auf selbstbewusste, exzellent ausgebildete und zumindest bei Spitzenorchestern gut organisierte Musikerinnen, die nicht nur bei Probezeiten auf ihre eigenen Rechte pochen. Ein bedingungslos seinem Chef folgendes Ensemble, wie die Musiker Eterna unter Theodor Korenzis, ist heute die absolute Ausnahme. Über die künstlerischen Ergebnisse mag man diskutieren, auf jeden Fall sind sie außergewöhnlich. Seit 2015 und Attila Ciampais Erklärung hat sich manches verändert, vieles verschärft. Das betrifft zunächst den Tonträgermarkt. Ich präsentiere Ihnen hier nur die mir zugänglichen Zahlen vom deutschen Markt bis 2020 einschließlich, kann Ihnen aber versichern, dass diese eine Gesamtentwicklung abbilden, die anderenorts noch sehr viel krasser ausfällt. Die deutsche Musikindustrie Jetzt funktioniert mein Laserpointer nicht mehr, aber Sie sehen, also von diesem Peak, sehen Sie, ging es eigentlich kontinuierlich bergab. Was wir hier dann wieder an Plus haben, ist ausschließlich hier dem Bereich Streaming und digital zu verdanken. Sie schrumpfte also von diesem Höhepunkt 1997 auf ein Gesamtvolumen von jetzt 1,79 Milliarden. Hiervon machen die sogenannten physischen Tonträger, also diejenigen, die man in der Hand halten kann, so, nur noch 28,5% aus. Die nicht physischen, also digitale Downloads und Streams, lagen 2020 bereits bei 71,5%. Insbesondere das Streaming wächst unaufhaltsam. Gegenüber 5,9 Milliarden Streams 2013 verzeichnen die entsprechenden Plattformen 2020 schon 139 Milliarden Abo- oder werbefinanzierter Streams. Tendenz stark steigend. Der Umsatzanteil von Audio-Streams betrug 2020 nun 63,4% im Vergleich zu 21,6% von CDs und 5,5% LPs und 1,1% für Bildtonträger. Ich bitte Sie, diese Zahlen und Tendenzen für den weiteren Verlauf des Vortrags ein wenig im Kopf zu behalten, vielleicht auch dieser winzige kleine Balken 0,4% physisch Sonstiges. Ich komme später nochmal darauf zurück. Das gilt, diese kritische Entwicklung, gilt auch für den geradezu lächerlichen Marktanteil der sogenannten klassischen Musik am Gesamtumsatz der Musikindustrie. Ernüchternde 2,1% fallen dafür die Musik von Leonin, also frühe Mehrstimmigkeiten unter Darmschule 1200, bis Ligeti, den ich jetzt aus alliterarischen Gründen mal als Vertreter der Moderne aufgeschrieben habe. 2,1% von dem ohnehin kleiner werdenden Kuchen. Zwar führt die CD noch innerhalb der physischen Tonträger das Feld an, doch sie verliert kontinuierlich. In anderen Märkten außerhalb Deutschlands fällt die Kurve erheblich steiler nach unten ab. Insgesamt liegen die physischen Tonträger auf einem immer niedrigeren Niveau. Was aber hat sich jetzt in Sachen Gustav Mahler seit 2015 getan? Wenig überraschendes Ergebnis, es wird nach wie vor viel Musik von Mahler aufgenommen. Wenn auch insgesamt deutlich weniger als in den 1990er und 2000er Jahren. Die verbliebenen drei, das waren auch schon mal mehr, großen Plattenfirmen, die sogenannten Majors, Universal Music, Sony Music und Warner Music, halten sich mit Neuaufnahmen deutlich mehr zurück. Die meisten Neuveröffentlichungen
gehen auf das Konto kleinerer bis mittlerer Firmen. Deshalb wird auch der Markt immer unübersichtlicher. Viele Orchester haben inzwischen eigene Labels zur Vermarktung ihres Neudeutsch-Outputs gegründet. Vorreiter war das San Francisco Symphony Orchestra, die Berliner Philharmoniker haben nachgezogen, aktuell gerade der Fall des Bayerischen Staatsorchesters. Vieles wird ohnehin nur noch und zunächst auf Streaming-Plattformen veröffentlicht. Wie jetzt gerade aktuell die dritte Sinfonie Mahlers mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter dem verstorbenen Maris Jansons. Selbst große Maler-Enthusiasten in Europa dürften den Überblick verloren haben, was in Asien und oder Nordamerika alles an Malermusik herauskam. Ich habe mir, ich bin ja so einer, so ein merkwürdiger Mensch, der alles immer gern auch macht und fortschreibt, meine eigene Liste, dabei habe ich mir längst erlaubt, den Anspruch auf Vollständigkeit aufzugeben. Aber immerhin für den deutschen Markt konnte ich was subsumieren. Also ich habe das mal fortgeschrieben seit 2015, seit dem Aussetzen, haben wir 96 Neuproduktionen im Bereich Audio, 71 davon gehen auf den Bereich der Sinfonien, Boxsets eingeschlossen. Neuproduktionen im Bereich Video, immerhin 9, darunter das ganz hervorragende Set mit Ricardo Chailly aus Leipzig. Wir haben etwa 40 Archivauswertungen Audio inklusive sogenannter Sammelboxen und 3 Auswertungen Video. In dem Konvolut fällt bei näherer Betrachtung ein kleiner Trend auf zu Arrangements für meist kleinere Besetzungen. Das lässt sich günstiger produzieren. Kein ganz neuer Trend, aber immerhin wird jetzt vermerkt auf das, was damals von Arnold Schönberg und dem Wiener Verein für musikalische Privataufführungen initiiert wurde, mehr auf Tonträgern umgesetzt. Im Übrigen, dieser Verein für musikalische Privataufführungen, da denken viele immer, ja, das ist doch irgendwie ging da durch die ganze Zeit zwischen den Kriegen. Nee, war nicht der Fall. Der bestand nur von 1918 bis 1921. Und auch nicht nur Arnold Schönberg hat arrangiert für kleinere Besetzungen, Kammermusikbesetzungen, sondern auch andere. Immerhin, inzwischen gibt es sogar Transkriptionen, etwa für Orgel. Der Orchesterlieder wird hier für Orgel transkribiert. Aus Holland kommt das wundervolle Arrangement vom Lied von der Erde. Übrigens tatsächlich, Herr Professor, empfehlenswert. Kann man sich durchaus anhören. Neben diesen etwas zugegebenermaßen leichter auszumachenden äußerlichen Tendenzen wird es natürlich schwieriger, die innermusikalischen Tendenzen, also sprich die Interpretationsansätze, zu beschreiben bzw. zwangsläufig pauschalisierend zu verallgemeinern. Generell konnte ich mit der zugegebenen Arroganz, die ein Kritiker nun mal hat, Folgendes feststellen. Orchester aus der zweiten oder dritten Reihe mit Glänzen, mit technisch makellosen Leistungen. Düsseldorfer Symphoniker, Minnesota Orchestra, Budapest Festival Orchestra und viele, viele mehr. Ihre Dirigenten indes wählen meist eine Art Mittelweg zwischen der bei Mahler ja durchaus auch gebotenen Ekstase und der gleichfalls gebotenen sachlichen. Allerdings muss ich feststellen, dass frühere Extremvertreter wie Bernstein oder Boulez heute nicht mehr zu hören sind. Alle tummeln sich da irgendwie zwischendurch. Vereinzelten Highlights steht eine Vielzahl von sauberen, respektablen, anständigen, aber meist brav konventionellen Darstellungen gegenüber. Zu den Highlights zählen aus meiner, aber aus der Sicht vieler, auch hier in Toblach mehrfach berufener Kollegen, die 7. Sinfonie mit dem Bayerischen Staatsorchester unter Kirill Petrenko, ich komme da später nochmal drauf zurück,
Die vierte Sinfonie mit dem Bamberger Symphoniker unter ihrem neuen Chef Jakob Huser. Und eine sehr interessante Produktion, wo sozusagen die Vorform der ersten Sinfonie in ihrer Hamburger bzw. Weimarer Fassung von 1883, 1884 unter dem Titel Titan, eine Tondichtung in Sinfonieform vom Orchester Les Siècles unter François Xavier Roth vorgelegt wurde. Und noch immer werden zyklische Einspielungen, also sprich komplette Sätze der Mahlerschen Sinfonien realisiert, drei angefangene bzw. seit 2015 vollendete Zyklen konnten mich dabei überzeugen. Wir haben zum einen Ivan Fischer, mit eben dem besagten Budapest Festival Orchestra. Bei Fischer, wie gesagt, immer etwas pauschalisierend und etwas verknappend, ist festzustellen, der animiert dieses Orchester, was ja die ungarischen Verhältnisse sind den meisten von Ihnen ja bekannt, wirklich zu Höchstleistung. Man kann da wirklich nur den Hut ziehen, was die ersten Pulte der Bläser da teilweise vollbringen. Das ist wirklich schon, das ist internationale Topklasse. Fischer selber lässt im Rahmen seines strukturierten Ansatzes immer noch Momente der Spontanität zu, wo man zumindest mal den Eindruck hat, aha, hier lässt es ihm ein bisschen von der Leine. Und seine Sängersolisten, immer ein heikles Kapitel, meistens können sie überzeugen. Ich habe das mal unter dem Stichwort kontrollierte Ekstase zusammengefasst. Dann gibt es Jonathan Nott. Den hat man vielleicht eher in Erinnerung als denjenigen, der beide Solopartien im Lied von der Erde, beide Solopartien dem Tenor Jonas Kaufmann anvertraut hat in seiner Einspielung mit den Wiener Philharmonikern. Seinen Zyklus hat er allerdings in Bamberg vorgelegt. Zeigt durchaus analytischen Tiefgang. Er geht auch einige Risiken ein. Also manchmal kann man sich vorstellen, hätte der ein oder andere kritische Produzent gesagt, also das bitte nochmal. Nichtsdestotrotz erleben wir hier einen sehr schönen, austarierten Orchesterklang, mein Stichwort dafür, Analyse mit Gefühl. Dann haben wir noch den finnischen Dirigenten Osmo Wenske. Osmo Wenske ist bis diese Saison einschließlich in Minnesota als Chef tätig und auch er nähert sich mit seinem Zyklus inzwischen der Vollendung, die zehnte liegt inzwischen vor. Bei Wenske haben wir durchaus viel sehr, sehr viel akribische Detailarbeit zu vernehmen. Er legt Wert auf enorme Transparenz des Orchesterklangs und da ist natürlich die Mahlersche Polyphonie so gut wahrzunehmen wie bei wenigen anderen Dirigenten aus der Neuzeit. Ich habe das mal unter dem Stichwort Akribie ohne Erbsenzählen zusammengefasst. Hier nochmal die Cover, die ich eben hochgehalten habe. Eine andere Möglichkeit sind natürlich, bei den Wiederveröffentlichungen, das ist eigentlich das traurigste Kapitel meines Vortrags heute, da fällt die Bilanz deutlich nüchterner oder ernüchternder aus. Aber gar nicht mal aus künstlerischen Gründen. Hier wird ja teilweise die Crème de la Crème bedeutender Malerinterpreten wieder zugänglich gemacht, sondern tatsächlich aus merkantilen Gründen. Immer mehr billige und billigste CD-Set fluten den Markt. Aus meiner Sicht zerstören sie den Respekt vor dem Wert,
jeden Eindruck von Wertigkeit der hier konservierten kulturellen Leistung. Man meint, in einem Anfall von Torschlusspanik versterben nicht nur die Major Companies und ihre Erben, sondern auch kleinere, unabhängige Labels ihr Tafelsilber, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur in Sachen Malerdiskografie, aber hier mir natürlich in diesem Zusammenhang besonders auffallend. Ein teils absurder Preiskrieg äußert sich in eklatanten Beispielen. Ich bitte Sie, die hier jetzt folgende sehr unscharfe Qualität der Coverabbildung zu entschuldigen, aber bei dem Ramsch habe ich mir nicht die Mühe gemacht, im Netz nach besonders scharfen Abbildungen zu suchen. Haben wir hier zum Beispiel Bernsteins ersten Zyklus, 1960 bis 75 in New York, 12 CDs. 12 CDs für knapp 20 Euro verballert. Bitte, wollen Sie noch einen Hering dazu? Jawohl, haben wir auch noch. Oder der von mir so hoch geehrte John Barbirolli mit den Einspielungen der Malerschen Sinfonien 1, 5, 6 und 9. Ein riesen, riesen Tat aus meiner Sicht. Vom EMI rechte Nachfolger Warner auf 5 CDs für 12 Euro verramscht. Die Preise habe ich von einem großen deutschen Versender, der in diesem Bereich Marktführer ist. Der größte Hammer ist allerdings nun tatsächlich eine 21-CD-Edition bei Profil-Edition. So sieht die aus. 21 CDs für 29,99. Vorher hat die mal 54,99 gekostet. Wer jetzt etwa glaubt, da drin seien dann irgendwie nur die dritte und vierte Garnitur, nee. Da ist zum Beispiel Bruno Walter mit der 61er Einspielung der ersten. Bernhard Heiting mit der zweiten aus Dresden. Klaus Tennstedt mit der vierten. Oder Scholti mit dem Lied von der Erde 1961. Ich erlaube mir ein Aperçu in eigener Sache. Ich hoffe, an diesem dramatischen Preisverfall ist nicht das Booklet schuld. Das können Sie sich vielleicht denken, wer es geschrieben hat. Mehr bei den Wiederveröffentlichungen oder weniger bei den Neuveröffentlichungen große Missstände zu beklagen, ist natürlich das eine. Bereits begangene Auswege aus der Not zu würdigen, das andere. Einen künstlerisch sicher sehr sympathischen, finanziell aber möglicherweise ruinösen Weg beschreiten einige Label, indem sie sich bewusst auf in vieler Hinsicht hochwertige Veröffentlichungen konzentrieren, sich dabei genauso bewusst in die Nische zurückziehen. Auffällig viele, darunter etliche der auch künstlerisch überzeugenden Neueinspielungen, erscheinen heute zum Beispiel auf Super Audio CD. Die SA-CD bietet technisch zum einen eine deutlich höhere Auflösung als die normale CD, zum anderen aber auch die Möglichkeit, mehrkanalig, also sprich in Surround Sound, zu konservieren. Und da die meisten Maler SACDs sogenannte Hybrid-SACDs sind, lassen sie sich auch in normalen CD-Spielern dann natürlich in normaler Auflösung abspielen. Aber wir sprechen hier wirklich von einer Luxusnische. Möglicherweise erinnern Sie sich an die früher gezeigte Grafik mit den Marktanteilen. Unter den physischen Tonträgern läuft die SACD unter Ferner, genauer unter Sonstige, mit einem Marktanteil von 0,4%. Weitere Möglichkeiten des Edit Value, den zu steigern, sind aufwendig verpackte, kenntnisreich editierte und kuratierte Editionen, unter wie zum Beispiel die der Berliner Philharmoniker mit einem Mahler-Sinfonienzyklus unter verschiedenen Dirigenten 2020 erschienen. Sieht ganz, ganz wunderbar aus. Sie sehen, der Autor war da schon mehrfach dran, deswegen ist das hier schon ein bisschen vermackt. Das ist aber nur der Außenumschlag. Ansonsten sieht das so aus. Man kann das öffnen, kommt gleich auch im Bild. Das Booklet ist wirklich, wirklich toll. Sowas sollte meiner Meinung nach Schule machen.
Andere Möglichkeit, hier sieht man es also nochmal, so sieht es dann also aus. Na. Man klappt das so auf und kann jede CD einzeln rausnehmen und da hinten ist also, sieht man so knapp das Booklet, was innen drin also wirklich ganz, ganz wunderbar gestaltet ist und wirklich viel Lesens- und Wissenswertes enthält. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man macht eben hochwertige Bildtonträger, was aber unfassbar viel teurer ist. Vorzugsweise eben auf Blu-ray Disc. Accentus, kleines Label, hat es mit den Einspielungen von Ricardo Chailly in Leipzig so gemacht. Kein kompletter Zyklus, es fehlt die dritte. Pardon. Aber wir erleben hier in hochauflösendem Bild mit hochauflösendem Ton, auch im Übrigen mehrkanalig, einen überzeugenden Zyklus. Ja, und was ist jetzt mit der guten alten LP? Die Langspielplatte hat ein von vielen nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback seit etwa 2010 geschafft. Seit ihrem vermeintlichen Garaus in den 1990er Jahren wurde sie lediglich von der DJ-Szene und einigen Audiophilen hochgehalten. Die Gründe für ihre Wiederauferstehung dann auch im Konsumentenmarkt sind vielfältig. Sicherlich spielt aber das Handhabbare und das Ritual des Hörgenusses auflegen, wieder in seinen Sessel zurück, nach einer Plattenseite wenden. Sicher spielt das mit eine Rolle. Nach wie vor gilt die LP vielen Audiophilen als das Medium ihrer Wahl. Und nach wie vor gibt es im Gegensatz zur wertverfallenden CD einen Sammlermarkt, auf dem zum Teil abstruse Summen für gesuchte Stücke bezahlt werden. Sogar aus dem Bereich der klassischen Musik gibt es LP, die für vierstellige Euro- oder Dollarsummen über den Tisch gehen, beziehungsweise in die Versende. Allerdings muss man wirklich auch sagen, dass für seinerzeit hochauflagige LP-Sets, also Stichwort Karajan mit Beethoven-Sinfonien, kaum mehr als 10 Euro, wenn überhaupt, bezahlt werden. Klassische LPs, auch das sei hier allen ins Stammbuch geschrieben, taugen nicht als Geldanlage. Sie sind und bleiben Liebhaberprodukte. Aktuell werden wieder viele Produktionen, allerdings fast alle aus dem Pop- und Jazzbereich, parallel auf CD und LP veröffentlicht, manche sogar nur auf LP und per Stream. Die wenig erhaltenen Vinylpresswerke sind auf Monate hin ausgelastet, die Herstellung einer Vinyl-LP ist erheblich teurer als die einer CD. Außerdem verlangt die LP auf den vielen Stationen zwischen Mastering und Pressen erheblich mehr Sorgfalt. Eine CD geht in Monoliner vorne rein und kommt hinten verpackt raus. Die Gefahr bei einer LP, sich mit einer dynamisch minderwertigen, weil eben falsch geschnittenen, mit einer knacksenden, weil eben lax gepressten oder eiernden, weil nicht endkontrollierten Scheiben die Fans zu vergrauen, die ist groß. Viele Vinylfans legen zudem Wert darauf, dass bei diesen Reissues, also sprich Wiederveröffentlichungen auf LPs, von den originalen analogen Mastern die Pressvorlagen gezogen werden, was auch bei klassischen Reissues durchaus nicht immer der Fall ist. Im Übrigen hat einer derjenigen, die immer da wirklich auf analoge Wege Wert gelegt haben, Speakers Corner, vor kurzem die Produktion von klassischen Reissues eingestellt. Im Jahr 2017 hat Sony immerhin Bernsteins ersten Zyklus, wir haben ihn eben verramscht für 1990 gesehen, auf CD, auf Vinyl auf. Das ist mit Sicherheit der schwerste Teil meiner Mitbringsel. So sieht das aus. Da hat man ganz schön was in der Hand. Nur, Sie erinnern sich, was ich eben zum Thema analoge Master gesagt habe. Sony verwendet hier die vor einigen Jahren für SACDs erstellten DSD, das ist ein bestimmtes Digitalformat, überspielte Master. Das ist natürlich jetzt nicht das, was der Fan will. Und dann liegt dem Ganzen zwar ein Booklet bei,
dreisprachig, was aber unterm Strich ziemlich dürftig ausgefallen ist. Die Chance, mit einem ausführlichen Begleitbuch zu Bernstein, zu seiner Malerleidenschaft, zu seinen Interpretationen, vielleicht unter Zuhilfenahme von zeitgenössischen Rezensionen, ist doch immer interessant. Was haben die Zeitgenossen eigentlich damals gesagt? Die ist vertan worden. Ist schlicht und einfach vertan. Dennoch, trotz durchschnittlicher Pressqualität, das Set ist ausverkauft. Sie kriegen es nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr neu. Auch die DG und bestimmte Speziallabels pressen noch Klassik-CDs aus Bernsteins zweiten Zyklus. Gab es zum Beispiel die erste von der Deutschen Grammophon, kurz vom Label HiQ, Giulinis erste aus Chicago. Und für unsere italienischen Freunde im Publikum, hier aus Italien kommt ein Label, das heißt Phoné. Und die haben die zweite und die neunte vorgelegt auf Doppel-LP mit dem Orchestra Teatro Regio Torino. Der Chef dieses Labels trägt den wundervollen Namen Giulio Cesare Ricci. Und der limitiert seine LP-Veröffentlichung strikt auf 496 Stück. Da gibt es keine mehr. Basta. Ich fasse mal zusammen. Der Markt für physische Tonträger schrumpft dramatisch weltweit. Der Anteil der Klassik am verbleibenden Rest ist klein. Der Musikkonsum verlagert sich immer weiter ins Streaming. Daran ist der Klassikanteil wohl noch viel geringer. Tonträger mitsamt ihrem Platzbedarf zu hören und zu horten entwickelt sich zum Nischenhobby. Die Malerdiskografie wächst weiter quantitativ. Bei Discogs, das ist so die Bibel von Schallplattensammlern im Internet, wurden Stand Juni 2021 etwa 2100 Tonträger gelistet. Insgesamt nähern wir uns ausgehend von Philipp 2, 2700, wohl inzwischen der 3000. Das qualitative Wachstum allerdings hält sich in Grenzen. Dennoch, es gibt nach wie vor herausragende Neuproduktionen und empfehlenswerte Archivauswertungen in den verschiedenen physischen Medien, aber der Markt für Maler-Tonträger wird sich weiter ausdünnen. Wir haben nun einiges gehört zum Thema Tonträger und Tonträger mit Malers Musik. Doch wie verhält es sich jetzt mit den Folgerungen für einen Schallplattenpreis, speziell für die Aufnahmen mit Werken Gustav Mahlers? Das Thema des Vortrags lautet ja Pro und Contra Schallplattenpreis. Ich fange mal etwas provokativ mit dem Contra an. Die Argumente von 2015 gelten inzwischen verstärkt. Weniger und weniger hochwertige Maleraufnahmen, Nivellierung, Profilverlust, riesiger Bestand und belastetes Erbe. Es gibt kaum noch etwas Neues zu sagen in Sachen Malerinterpretation. Hinzu kommen Bedeutungsverlust des physischen Tonträgers, Verlagerung des Musikkonsums ins Streaming, alles immer und überall verfügbar zu haben, schränkt natürlich den Respekt vor der Wertigkeit eines solchen Tonträgers extrem ein. Der Markt an Neuveröffentlichungen wird immer unübersichtlicher. Die Reserve an hochwertigen Archivauswertungen scheint ausgeschöpft. Das hochwertige Repertoire wird zudem verramscht. Es gibt andere Schallplattenpreise, das ist natürlich auch ein Argument, etwa den Preis der deutschen Schallplattenkritik oder eben auch den International Classical Music Award, ICMA. Aber vor Ihnen steht ein Yesterday's Man, ein Fan und, wenn Sie so wollen, ein Verfechter des vermeintlichen altmodischen physischen Tonträgers und ein Anhänger des Komponisten Gustav Mahler. Und deswegen gibt es für mich natürlich auch starke Pro. Moment. Na, ist mir doch tatsächlich hier das Blatt abhanden gekommen. Macht nichts. Es gibt sie noch, die exzellenten Maler-Neuanspielungen. Es gibt immer noch kenntnisreich und
liebevoll editierte und dokumentierte Archivauswertung. Es gibt immer noch, und das behaupte ich jetzt einfach mal, einen Bedarf an qualifiziert kuratierter Beratung in Sachen Malerdiskografie. Andere Schallplattenpreise, wie etwa die bereits angesprochenen, sind nicht malerspezifisch. Beim Preis der deutschen Schallplattenkritik wurden zum Beispiel zwischen 2015 und 2020, und der kommt alle Vierteljahr, mit seinen Auszeichnungen gerade mal 2 Maler-CDs gewürdigt. Bei der ICMA haben wir seit 2016 keine Maler-CD mehr. Was folgere ich jetzt hier als kleines Würstchen? Lothar Brandt. Meiner Meinung nach sollte es einen Schallplattenpreis speziell für Aufnahmen mit Werken Gustav Mahlers geben. Und der sollte meiner Meinung nach durchaus auch einen namentlichen Bezug zu Toblach haben. Ich habe mal auf der mir jetzt fehlenden Folie beziehungsweise im Ausdruck habe ich mal auch ein paar Vorschläge, wie man den nennen könnte, gemacht. Ist jetzt wurscht. Also zum Beispiel müsste der nicht weiterhin mit dem etwas verniedlichenden Ausdruck Toblacher Komponierhäuschen. Das wirkt, klar, natürlich ist es sachlich völlig gerechtfertigt, aber es wirkt ein bisschen verniedlichend. Muss man nicht unbedingt so sagen. Toblacher Schallplattenpreis. Toblacher Gustav Mahler Schallplattenpreis. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt unter Sichtung des Materials bin ich der Meinung, dieser Schallplattenpreis sollte nicht mehr unterscheiden zwischen Neueinspielung, Archivauswertung und Sonderpreis, so wie wir es lange Jahre gehandhabt haben, sondern wir machen entweder eine Archivauswertung oder eine Neueinspielung oder dann eben einen Sonderpreis, um die Leute nicht zu verwirren. Und sofern das praktisch umsetzbar ist, sollten wir eben neben den Gustav Mahler Musikwochen auch andere Malerinstitutionen, hier sitzt der Präsident der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft Wien, vielleicht damit einbeziehen, die den Preis ideell mittragen. So, und jetzt habe ich sehr viel Theorie losgesondert. Natürlich noch einen praktischen Vorschlag, ohne den ich Sie nicht entlassen möchte. Diese Einspielung der 7. Sinfonie mit dem Bayerischen Staatsorchester ist meines Erachtens sowohl was die interpretatorische Tiefe des Dirigenten, der hier wirklich sehr tief eindringt, als auch in Sachen Aufnahmequalität, als auch in Sachen editorischer Qualität, wahrhaft preiswürdig. Es ist jetzt kurz vor 4, ich habe ja bei der Einleitung die ein oder andere Minute verloren. Herr Professor, sind Sie einverstanden, wenn wir aus dieser 7. Sinfonie noch ein Musikbeispiel machen? Ich klaue Ihnen Ihre Zeit. Danke. Dann würde ich sagen, hören wir aus dem Scherzo vielleicht die ersten 3-4 Minuten. Ist das in Ordnung? Gut, danke. Thank you.
Ja, das Dunkle, das Unheimliche, das Quälende, das zuweilen Fratzenhafte kommt in diesem angeblich heiteren Werk voll zum Tragen, mal im Vordergrund, mal sublim doppelbödig im Hintergrund. Petrenko, Chef in München von 2013 bis 2020, hat das vermeintliche Opernorchester, das Staatsorchester dient ja normalerweise in der Bayerischen Staatsoper, offenbar bestens im Griff, dynamische und klangfarbliche Nuancen beeindrucken. Auch ob der würdigen Ausstattung, das hat man heute auch nicht mehr so oft, preiswürdig. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Wir haben eine vage Vorstellung bekommen, wem Sie den Preis noch verliehen hätten. Ja, wir haben nicht viel Zeit, aber einige Fragen vielleicht sind für Herrn Brandt im Saal zu stellen. Herr Brandt, vielen herzlichen Dank. Das war außerordentlich erhellend und Sie haben uns sehr viel Anregungen gegeben. Ich wollte Sie fragen, wir haben ja natürlich auch eine ganze Reihe von wieder Neupressungen von ziemlich alten Aufnahmen, Bruno Walter und so weiter, die oft vom Dirigentischen sehr gut sind, wenn Singstimmen dabei sind, oft ziemlich problematisch sind, und zwar in Bereichen, wo man heute sagen würde, gibt es das überhaupt, also auch intonationsmäßig. Wie kommt das und wieso werden solche Aufnahmen, wo doch jeder sagt, also das ist einfach falsch, das sind einfach falsche Töne, falsch intoniert, dass so etwas doch offenbar sich verkauft oder jedenfalls produziert wird? Also da ist es schön, dass Sie darauf ansprechen. Ich habe ja 2008 über Bruno Walter und seine Malerdiskografie hier ja tatsächlich auch referiert und ich kann mir gut vorstellen, auf welche Aufnahmen Sie da gerade anspielen. Also wir haben, also zum ersten Merkantil, klar, es ist Bruno Walter mit Maler. Einer seiner Schüler, die ihn noch direkt gekannt haben. Was die Barmherzigkeit des Produzenten und von Bruno Walter mit der Intonation von Mildred Miller zum Beispiel angeht, bin ich mir nicht im Klaren, warum das durchging. Das ist man kann das auch nicht auf die Aufnahmetechnik schieben, weil es wurde zu dieser Zeit auch schon sehr genau gesungen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe dafür keine vernünftige Begründung. Das müssten wir den John McClure bzw. Bruno Walter fragen. Tut mir leid, ich kann Ihnen da keine befriedigende Antwort geben. Gut, vielleicht noch eine Frage. Wenn keine Hand sich erhebt, würde ich gerne eine Frage stellen. Ja, Sie haben diese Situation auf Maler fokussiert dargestellt, dabei einigen allgemeinen Tendenzen. Und meine Frage wäre, gibt es eine Malerspezifik in diesem Bild, das Sie da gezeigt haben, natürlich nicht was die Krise der CD-Industrie, der Schallplattenindustrie, gibt es eine besondere Note, die mit Maler verbunden ist in diesem Bild und wenn, dann welche und wie Sie das begründen würden? Also künstlerisch gibt es da sicher eine mit Maler verbundene Note. Die Last der bahnbrechenden Interpretation, sei es von Bruno Walter, denn wenn nicht gesungen wird, sei es von Leonard Bernstein, sei es von Scholti, sei es von Tennstedt, die ist einfach zu groß. Jeder Dirigent vermeint heute, er müsste auch irgendwie, ja, Maler muss ich irgendwie auch machen. Nur, es fehlt diesen Ansätzen der, ja,
kämpferische, der feuernde Impetus. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein malerspezifische Tendenz, die wir leider Gottes festhalten müssen. Umso mehr ist es, pardon, dass ich den Bogen schlage zu meiner subjektiven Schlussfolgerung, umso mehr ist es wichtig, das Wenige, was noch herausragt, auch zu würdigen. Ja. Ist das eine befriedigende Antwort? Gut, dann nehmen wir genau diese letzte Worte, die auch im Vortrag deutlich vorkamen, zur Reflexion und zur weiter Bearbeitung. Und wer weiß, dass wir doch aus einer Aktualisierung eine Geschichte doch wieder einen Zukunftsentwurf gewinnen können. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mille grazie. Brandt. Solisten. Danke. Jetzt müsste mir hier nur jemand das Mikrofon abnehmen, weil wir müssen jetzt aufräumen bzw. umräumen, damit Sie, Herr Professor, zu Ihrem Recht kommen.